So, wir haben letzte Woche angefangen, im Stream haben wir angefangen, meinen schönen neuen Bahnhof zu bauen. Und deswegen ist in dieser Folge auch nochmal der Yoshi zu Besuch und wir werden noch ein bisschen weitermachen. Deswegen geht's los in 3, 2, 1, ab geht's! Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory mit mir, dem Ragnar, und unserem geliebten Dauergast Yoshi. Hallo Yoshi. Hui. Hui. Ui, da ist er. Ha, gefunden. Wir bauen heute fleißig weiter meinen schicken Bahnhof. Der Yoshi wird hier unten ein bisschen werkeln. Was gibt's denn jetzt in deinem Kabuff? Wir gucken uns mal seinen Kabuff an. Oh, ganz viele Kistchen hat er. Nicht, dass er damit was anfangen könnte, aber er hat sie. Haben ist besser als brauchen, ne? Hast du mit der Leiter? Hast du das aber schick gemacht, muss ich ja mal sagen. Ja, ne? Sieht aus richtig wie ein Regal. Das gefällt mir. Das klaue ich mir. Ist geklaut, baue ich jetzt öfter mal ein. Ja, gut. Ne? Man muss überall Inspiration finden. Ja, wer im Stream nicht dabei war, das Ganze ist auf YouTube natürlich online, aber ich kann euch auch mal kurz rumführen. Wir haben hier diesen netten großen Krater. Ich meine, das ist auch einer der Startpunkte hier ganz in der Nähe. Ich glaube fast nebenan. Und... Ja. Ja, ich glaube schon, oder? Ja, ist es. Ja, ja. Siehst du, sag ich doch. Nee, ich meine nämlich hier angefangen zu haben und direkt vor diesem Krater gestanden zu haben und mich vor diesem riesen Vieh verjagt zu haben. Ich glaube, das könnte hinkommen. Naja, und da haben wir jetzt halt 4 Bahnhöfe reingeklatscht. Mittlerweile auch komplett mit Fundament versehen. Ja, 3. Nee, 3. Ja, stimmt, 3. 2 normale. 2 Frachtbahnhöfe und ein Flüssigkeitsbahnhof. Und hier soll zukünftig zentral mein Eisen, Graphit und was ich nicht alles brauche, angeliefert werden. Das heißt, ich muss hier noch eine Menge Zugstrecken irgendwie herführen, wo ich eben schon so ein bisschen mit Yoshi überlegt habe, wie ich das mache. Ich will eigentlich einen Zug mindestens hier quer durch die Base fahren haben. Und damit werden wir vielleicht heute mal anfangen. Yoshi macht in der Zeit ein paar Container, die schön unterirdisch sein werden. Mhm. Ja, also er hat hier schon mal angefangen. Schicki, schicki. Ne, hier sollen am Ende die Bänder runtergehen. Und dann haben wir hier irgendwann alles schön versteckt und alles doch zentral. Ganz viel Reforfen. Und Ressourcen habe ich irre Bock drauf. Ja. Aber ohne Züge keine Ressourcen und deswegen machen wir Ressourcen. Yoshi, hast du eigentlich alles, was du brauchst? Oder brauchst du noch was? Guck mal mein Lager. Munition, ja. Sprengstoff, verpackter Treibstoff, jo. Sehr gut, obwohl die F-Taste ist hilfreicher, damit kannst du einfach abreißen, brauchst nichts sprengen, alles cool. Aber, Spaß. Was fehlt denn? Wenn es Bumm macht, braucht man mehr Spaß. Das ist richtig, Bumm macht mehr Spaß, Bumm macht sehr viel mehr Spaß. Genau, was wir hier noch gemeinsam überlegen werden, es hat echt sauber geklappt mit dem Zugabschluss. Egal. Ist wegen Licht ein bisschen, wie wir das hier ranbauen werden. Was fehlt denn jetzt? Stahlbeton. Ich habe keinen Stahlbeton mehr dabei. Das machen wir, glaube ich, vor den Zügen nochmal gemeinsam. Wir haben hier so einen kleinen zentralen Arbeitscontainer. Was möchtest du denn haben? Ja, ist doch alles. Was ist das Problem? Ja, eigentlich ist fast alles da, ne? Meine ich doch. So. Dann können wir erstmal hier mit ein paar Leuchten anfangen. Leuchten sind immer gut. Wir haben... Wenn überlegt, entweder hier so. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ich glaube, ich mache das so. Mach das mal so. Passt doch genauso gerade wie Faust aufs Auge. Ja, ne? Ja. Hier kommen jetzt einmal quer durch schicke Leuchten hin. Einmal sensationell toll Strom verballern. Das kann da auch ruhig ein bisschen in die Decke reinglitschen, finde ich. Das ist in dem Fall gar nicht mal so schlimm. Sieht wie gewollt aus, glaube ich. Ja klar, sieht wie gewollt. Ne, finde ich auch. Und das ziehen wir jetzt einfach hier mal komplett durch. Und dann machen wir einen schönen Puff draus und machen ein rotes Licht. So. So. Das ist doch schickimicki. Das Ganze machen wir auf der einen Seite auch. Meine Frau meckert schon wieder mit dem Hund. Warum auch immer. Ey, der arme Hund. Was hat er denn wieder angestellt? Gleich wie immer. Unfug. Groben Unfug.
Ja. Nicht? Unbefugt ist ja nicht befugt, Unfug zu betreiben, ne? Stört den Aufnahmen, stört mich, stört einfach alles und jeden. Mann. Aber trotzdem hast du lieb, ne? Ja, bin ich mir manchmal nicht ganz sicher. Je nachdem, was er gerade wieder für Unfug gemacht hat. Ich bin ja gerade bei meinem Gartenball und mache da ein bisschen was. Und wenn der Hund dann mittendrin meint, oh ja, umgraben ist jetzt eigentlich genau die richtige Idee. Moment mal, warum liegt der Bahnhof nicht richtig hier in der Mitte? Ja? Welcher denn? Hier, der ist ja... Der ist versetzt, Tatsache. Ja, das ist so Moon. Der Moon versetzt. Deswegen hatten wir ja auch Probleme mit den Dings hier. Mit den Treppen oben. Ja, siehst du. Alter, okay, ich fix das mal eben, ja. Fix das mal eben, ich setz... Ich fix das mal. Ich setz bei der Lampen. Ja, mach mal Lampen, ey. Auch wenn hier echt unschöne Löcher sind. So. Ja, Entschuldigung, hast du das Bauschild gesehen eben? Ja, ich weiß. Und ich bin dir auch dankbar. Ne? Du nimmst mir hier eine ganze Menge Arbeit ab. Ne? Sonst dauert das wieder 10 Folgen, bis ein Projekt fertig ist. Das ist auch immer, ne? Ist, glaube ich, auch anstrengend zu gucken. Von daher alles QL. So. Oh, das war einmal falsch. Oder doch nicht? Nee, doch. War falsch. War falsch. Ja, ich bin mir sicher, das war falsch. So. Es wäre ganz cool, wenn man den Winkel von den Lampen irgendwie fixieren könnte. So. Ja, ne, wenn man eine neue baut, gleich die nächste auch so. Ne, dass man es zumindest irgendwie einstellen kann. Warum ist der Dings zu steil? Hm? Muss anpassen hier. Ach, kommt das wieder? Ne, wir hatten noch dieses blöde Problem mit diesem kleinen einen Absatz da. Ja, aber der Bahnhof stand ja auch hier. Der passt mit dahin, wo er vorher war. Ja, wahrscheinlich wegen den. Ach ja, warte. Wegen da hier mit der Brücke wahrscheinlich hier wieder. Ja. Die wird wohl weg müssen. Zack. Ah, die, aber. Und. Ups. Achso, noch nicht. Guckst du mal eben? Siehst du schon, wo es die passen könnte? Also so passt es garantiert nicht. Bei mir Warum ist der, nicht? Bei mir ist der noch quer. Deine Blaupause. Sollte gerade sein. Genau gerade. Warte mal, kann ich einen bauen? Kannst du mal bauen? Logistik. Bahnhof? Ja, kann ich. Ne, kann ich nicht. Ich kann meinen nicht mal setzen. Bei mir ist der rot. Ist das manchmal... Oder weil er hier nicht richtig drauf sitzt. Ja, ja genau. Weil hier wegen das Loch da, genau. Das passt wahrscheinlich. Klingt ein bisschen naheliegend. Ja, ja und das war's, ja. Hm, wie immer. Jetzt geht er wieder hoch, der Sack. Na ne, jetzt passt's. Sauber. Sauber! Und sitzt mittig. Sehr schön. Nee, Fracht. So, wir machen mal der Licht. Licht. Ich glaube, machst du ein bisschen Licht? Ich glaube, das ist tatsächlich mein erstes Projekt, wo ich wirklich mal Licht verbaue. Sonst habe ich das on-screen, glaube ich, noch nicht einmal gemacht. Und auch so in meinen Fabriken echt wenig gesetzt bisher. Ich verstehe gar nicht, warum. Ich habe mich da so sehr gefreut. Dass endlich Licht im Spiel ist. Und schon sind meine Dings alle. Meine Kristalle. Hallo. Mehr davon. Mach mal die hier weg. So. Boing. War ja klar, der letzte passt. Ah, das passt doch. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, wieso sollte denn der jetzt nicht passen? Das war ja aus Gründen. Ja, Satisfactory hat gerne mal Gründe. Ja, aber. Nee, der frage ich schon gar nicht mehr. Aber das passte ja vor auch von der Länge. Diese blöden Katzen hier, ne? Miau, 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 miau. Dann geh doch mal die Höhle suchen und töte sie. Was hältst du von der Idee? Ja, wäre eine Option. Aber jetzt will ich meine Lampen fertig haben. Ja, ohne Licht geht gar nichts. Und wolltest du, dass dich hier den Modus ausschalten? Hätte ich auch machen können. Hatte ich eigentlich auch gemacht. Und nach dem Neustart hätte das ja eigentlich auch da sein sollen. Aber... Ich sag's mal aus so. Gründen nicht. Nein. So. Gibt's eigentlich Zeitschaltuhren für die Lampen? Dass sie nur du kannst sie einstellen, dass sie nachts angehen. Oh, geil. Ja. Wird ja auch gar keine Arbeit, das bei 20.000 Lampen zu machen. Du kannst ja einen Schalter setzen, in diesen, bevor Stimmt. du stromst. Da gibt's ja so einen Lichtschalter und der den Stimmt. Modus.
Dings. Die Deckenlampen haben, musst du die Schalter nehmen, außer und die Außenlampen, ja, die sind mit aus diesen auf diese Ständern. Ich weiß gar nicht, wie die haben eingebauten Netzschalter. Über die Netzschalter denn oder was? Der Netzschalter, wie heißt der? Ich sag mal, kommen wir vor der Fetchie erzähle. Innovation. Beleuchtungssteuerung ist genau in der gleichen Reihe wie Beleuchtungsdinger. Beleuchtungssteuerung? Ja. Ah, habe ich noch gar nicht. Ich hab's bei mir stehen. Ist unter Organisation weiter Beleuchtung. Ah, da, Beleuchtungssteuerung. Anklick. Tatsächlich. Ja. Geilomatico. Dafür können wir dann tatsächlich den Teil hier hinten nutzen. Unsere kleine Steuerzentrale, beziehungsweise, wie nennt man das denn? Ja. Schaltwerk. Nee, wie nennt man das beim Bahnhof? Schalt. Dingsbums. Nee. Weichenstellhaus? Nee. Doch, Schalthaus. Schalthaus, ne? Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Ah, egal. Ich wahrscheinlich nicht, komplett falsch, aber. Ich habe hier noch nicht einmal reingeguckt, tatsächlich. Ah, hat einen Nachtmodus. Okay, cool. Ja. Kann sein, dass beim ersten Mal nicht gleich funktioniert, aber macht beim nächsten Tag-Nacht-Zyklus, macht ihr es mit. Okay. Weil der triggert nur auf abends und morgens immer an und aus. Ja, also es checkt nicht automatisch, ob es schon an oder aus ist. Ja. So war es bei mir letztes Mal. Ja gut, das ist ja nicht so wild. So, ich überlege gerade, wie ich den Zugang mache, ob ich den hier drinnen schon reinsetze. Also ob ich hier eine Tür reinmache oder nicht. Aber ich glaube, ich mache das mal. Der Scheiß hier könnte jetzt weg, aber machen wir erstmal nicht. Denn ich muss ja hier irgendwie auch Strom reinbringen. So. Machen wir mal eine mittige Tür. Eine mittige Tür. Eine mittige Tür. Und eine richtig mittige Tür. Richtig mittig. In der Mitte. Gab's da nicht eine Serie? In der Mitte? Ich sag mal, ja, bestimmt. Bestimmt. Müller hat immer recht. Wissen wir ja alle. So. Ich sag mal nein. Nur aus Prinzip. Ey, das. Nee. So nicht, mein Freund. So nicht. Was willst du machen? Willst du mich hier rausschmeißen oder was? Wer weiß. So. Okay. Moment mal. Jetzt will ich noch was ausprobieren eigentlich. Was ich schon länger ausprobieren wollte. Auch wieder so eine Nummer mit den halben Fundamenten. Ey, ich kann keine Büsche aufnehmen. Danke, Bock. Keine Büsche aufnehmen oder ist dein Inventar vielleicht einfach voll? Nee, das war nicht voll. Aber ich kann sich mal sprengen, also sie sind ja gar nicht da. Haben wir nie gesehen. Naja, ist eh so ein Underworld hier. Underworld? So, ja. Eventuell kürzen wir das hier gerade nochmal ein. Ja. Denn man kann ja witzig Wände durch Fundamente bauen. Wirklich? Das ist geil. Ja, auch versetzt. Ja, sagt ja, mittig in der Fundament rein. Ja. So. So, und den kann man nämlich auch. Da geht ja noch mehr. Dann brauchen wir nämlich die hier. Und, scheiße, muss mal einen weiter runter. Ich sag mal, naja. Genau. Sag mal einfach, naja. Ist schon okay. So. Was muss. Ja, ganz sicher. Scheiße. Das war Blödsinn. Das war zweimal Blödsinn. Zweimal in Folge Blödsinn. Das ist schon echt dumm. Naja, zum Glück hast du das gesagt. Jo. So, jetzt wollte ich nämlich so. Klick. Jetzt kommst du hier weg und du hier weg. Ja. So weit, so gut. Und jetzt kommen hier nämlich Wände. Aus Glas natürlich. Zack. Mal gucken, wie das wirkt. Und ob das überhaupt Sinn macht. Sinn, Unsinn. Das ist genau mein Ding. Sinn macht es dann, wenn du das sagst. Das ist sehr richtig. So, jetzt könnte man nämlich noch wieder halb versetzt. Mit der 6. Ach, ich sehe ja nur, was für ein Alu freigeschaltet. Was denn? Als Gewohnheit. Nee, du hast ja noch Alu dann nicht freigeschaltet, ne? Nee, logischerweise nicht.
Das muss ich im Nachgang dann upgraden. Na, weil ich gerade überrascht war, hä, keine MK5-Bänder? Nee. Da muss ich dich. Aber ist ja egal. Leider enttäuschen. Dann so. Ist dem so. Ja. Nee, aber das gefällt mir nicht. Dafür ist das hier einfach nicht groß genug, dass das wirken würde. Das heißt, da kommen einfach Scheiben rein und gut ist. Einfach mal Scheiben setzen. Ja. So, aber was machen wir da mit dem Absatz? Der gefällt mir ja so auch nicht. Obwohl, das können wir hier dieses runde Thema diesmal. Wir können das ja auch wieder so machen. Haha. Das ist doch die Idee. Zack. Warte. So. Hast du hier so einen Geistesblitz oder was? Ja, ich bin der rote Blitz. Das waren noch Zeiten. Als Flash noch der rote Blitz war. Habe ich ja geliebt damals, ne? Echt doch? Wo dir erstmal Flash rauskam oder was? Ne, es war ja nicht Flash. In Deutschland hieß Flash ja der rote Blitz. Echt? Ja, die erste Realserie, die im Fernsehen lief, da war es der rote Blitz. Und da wurde auch wirklich vom Blitz getroffen, ne? Und das ist ja auch roter Blitz, ne? Das weiß ich gar nicht mehr so genau, aber... Ah, ich weiß. Ach, du weißt noch. Ja, du weißt. Hä? Ich kann auch keine Blätter aufheben. Was ist denn das? Blatt. Wieso kann ich das als Server nicht? Das ist da bescheuert. Was kann ich dir so nicht sagen? Dann gucken wir mal, ob die Kettensäge hilft. Jupp. Kettensäge funktioniert? Wenn die Kettensäge nicht funktioniert, dann funktioniert gar nichts. So. Alles ist besser mit Kettensäge. So. Kontrollraum ist dann auch gleich fertig. So, ist kleiner als ich dachte, aber da ein Kontrollraum in Satisfactory so viel Sinn macht wie Eiswürfel im Vulkan, ist das auch egal. Ja. Das ist wie mit Stein auf Panzer schmeißen, ne? Kann man machen, ist überhaupt sinnlos. Ja. Sinnlos? Weiß ich nicht. Sinnlos? Aber kommt auf den Stein an, ne? Ja, es macht halt schön Klong. Ne? Weißt du, wie das mit Kindern ist? Kinder machen manchmal einfach nur Sachen, um zu hören, wie es klingt. Doch. Ach nee, doch. Was ist das denn für eine Scheiße? So. Gut, das sieht ja sonst nicht aus. Ich weiß zwar noch nicht, was ich hier hinten mit dem Platz mache, aber da fällt mir schon was ein. Name hinstellen, Lade hinstellen. Einfach mal einen Waggon reinstellen oder so, keine Ahnung. Sinnlos einen Waggon reinstellen, das ist eigentlich eine geile Idee. Das echt jetzt? Ja. Ich stehe hier hinten, glaube ich, einen Zug hin. Einfach mal einen Zug reinstellen. Oh, ja. Geil. Ja, why not? Was spricht denn dagegen? Lass mich kurz überlegen. Nichts. Ja, siehst du. Ne? Schlechte Ideen haben kann ich gut. Das ist nicht viel, ne? Aber das kannst du. Das ist meine Superschurkenfähigkeit. Wo wir gerade hier unseren Superheldentag haben. So, ist das schon mal fertig? Dann bauen wir hier doch mal ein Gleis lang. Und stellen hier einfach total sinnlos einen Zug hin. Aber du musst das mal gleich mal sehen, wenn du einen Zug anstellst. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Transport ist es. Schiene. Oh, dass man die Schiene nicht drehen kann, wenn man noch kein Stück angesetzt hat, ne? Es nervt einfach. Vielleicht habe ich da jetzt freigelassen? 2. Okay, machen wir hier auch. Und dann hier bis zu scharfe Kurve. Na, ist ja unschön. So. Das ist, glaube ich, schon zu weit. Aber wir gucken mal. Eventuell muss ich mal die Tür nochmal versetzen. Einfach mal die Tür versetzen. So. Sinnlos, aber vielleicht geil. Wir gucken mal. Quatsch. Hauptsache geil. Das ist wichtig. Ja. Ich habe das Geld und den Style, weißt du? Ja. So. Und einen verrückten Hund. Kann ich eigentlich? Und einen verrückten Hund, ja. Aber auch überaus verrückt. Zu kurz, zu scharfe Kurve. Ja, schade. Egal. Das ist ja noch besser. Moment. Die müssen nochmal weg.
Bahnstrecke zu kurz. Ah, funktionieren können, ja. Kette funktionieren können. Skeptisch. Ne? Ah, nicht genug Freiraum. Okay, offensichtlich kann ich Gleise durch Wände ziehen, aber Wände nicht durch Gleise. Das ist ärgerlich. Aber machen! Ja, Bahnstrecke einem Zuschauer. Ah ja, das geht. Sehr schön. Ah nee, das wollte ich aber machen. Ich wollte auch nicht. So. Ah, sie sinkt ab, ey. Das ist doch scheiße. Machen wir was anders. Fundamente. Sinnlos ein bisschen höher. Hä? Was ist denn das für ein Scheiß? So. Dann steht hier gleich sinnlosen Zug im Raum. Das wird super. Das ist genau mein Ding. Ja, man muss ja wissen. Sinnlos im Mittelalter. Ja, man muss ja wissen, was man hier macht. Passt ja nicht da. Ja, genau. Was willst du hier überhaupt? Was brauchst du denn? Und warum ist hier Stroh? Ja, das ist die Frage, aber auch schon seit längerem. Ich hab genau was weiß, wo der Stroh liegt. Und Chuck Norris denkt auch nur, ja, wie cool. Chuck Norris kennt mich nicht. Wissen. So. Ey, diese Leise, ohne Scheiß, ey. Das kann nicht wahr sein. So. Und das gleiche machen wir hier nochmal. So. Sinnlos einfach ein paar Gleise geklatscht. Los mit Leere. Zack, die können wir erstmal weg. Die paar Teile können wir uns sparen. So. Und dann so. So müsste schön symmetrisch sein. Dann stehen hier Gleise. Geiler Shit. Ich hätte sie auch noch ein Stückchen weiter nach hinten legen können. Na, wir gucken erstmal. So, dann eine Elektrolokomotive. Ich habe natürlich keine Signalisatoren da. Dann fahren wir den Waggon hin. Auch sinnlos. Ja, aber ich will, wenn denn mit Lok. Wenn denn cool. Mit Lok? Mit Lok. Vorne und hinten sogar. Ausrüstungswerkstatt. Was brauchen wir denn für die blöden Signale? Ach, ich kann eine Menge bauen. Das ist schön. Ich glaube, 10 brauche ich. Für 2 Loks, ne? So, dann Lokomotive. Ja, ich kann sie sogar in die Wand reinbauen. Wie so ein schlechtes Modell. Ich kann die in die Wand reinglitschen. Warum? Ach, warte. Falsche Frage. Bei mir sowieso. Warum nicht? Genau. So. Ach, scheiße. Richtig rum hätte ich sie bauen sollen. Das wäre was gewesen. Zack. So, und dann bis da. Jetzt hab ich die schon wieder falsch umgebaut, oder was? Was ist denn das für ein Müll? So, jetzt nochmal. So rum, bitte. Da dreht die sich einfach mittendrin. Ist ja frech. Das ist echt frech. So, jetzt stimmt's. Oh, Güterwaggon dahinter. Zack. 1, 2. 3. Und jetzt nochmal sinnloserweise. Kann man die nicht kopieren? Scheiße. Eine Elektromoto. Ja, die verschwindet jetzt aber hier vorne. Also dann verschwindet sie lieber hinten in der Wand. Nochmal. Weil ich ja Sachen Gen 5 mal mache, ne? Wie ich auch wieder von, ey, ich setz mal Licht zu, ich baue eine sinnlose Lok mitten in den Raum gekommen bin. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ja. Einfach so? Ja. Ja.
Nur so als Nebenfrage, ne? Beladen wäre auch cool gewesen, ne? Meinst du auch was rein da? Kannst ja sinnlose Mittelerde machen. Das ist meine Superstärke, Superfähigkeit. Sinnlos irgendwas ja. machen. Grundsätzlich kann ich alles besser, wenn es sinnlos ist. Nee, das gefällt mir auch nicht. Dann bauen wir so ein bisschen weiter hinten. So. Ja. Zwei Waggons. Sieht die Sonne im Game so scheiße, dass sie mich blendet. Das kann nicht wahr sein. Ja, das kenne ich irgendwoher. Zack. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der angekoppelt ist. Aber egal. Das passt schon so. So, hier steht ein Zug. Echt? Hast du Zug angebaut, oder was? Jo. Hier steht. Zug. Der steht. So, jetzt brauchen wir mal Licht. Ja, da ist ein Zug dran. Ist gut, ne? Warum ist nicht beladen? Ja, warum ist der nicht beladen? Hm. Gute Frage. Mach das doch mal. Belad ihn doch mal. So, Organisation, Beleuchtungssteuerung. Die ist vorne gleich wie hinten. Okay, aber hier ist der Eingang, da ist der Ausgang. Ja. Kannst du sogar in die Wand reinglitschen, wenn du willst. Ja, werde ich glaube ich auch machen. Ich weiß nur noch nicht wo. Ich glaube aber ganz hier hinten. Und dann werde ich reihum gehen. So. Dann holen wir mal einmal Strömung. Strom. Zweiseitiger Stromanschluss. Einmal da oben. Klapp, klapp. Und dann brauchen wir den hier. Ziehen wir das einmal raus. Bis. Hier soll die passen. War richtig, hier wird es ja nur entladen, ne? Da wird nur entladen, ja. Komplett. Das war die Frage. Nur zur Sicherheit. Ich muss mir hier ein bisschen Platz lassen. Da glitschen wir durch, das ist ja ganz ätzend. Ich will auch eigentlich so einen Mark II Mast hier haben. Mindestens Mark II. Mark III kann ich ja leider nicht. So, dann gehen wir einfach hier rüber. Und dann gucken wir mal, wo wir den Strom herholen. Geht der Müller mal wieder auf Wanderschaft. Es dauert mal, ich baue überall Strommasten hin und kurzer Einwand. Du verbindest doch alle Schienen miteinander, oder? Ja. Dann kannst du eigentlich den Strom eigentlich vom Bahnhof holen. Könnte ich, aber nicht akut. Also ich lege ja jetzt nicht alle Gleise. Achso, du würdest es erstmal temporär legen. Alles klar, okay. Genau, das ist nur so eine zeitweise Lösung. Zack. Beste Lösung. So. Die hält am längsten. Ja, tatsächlich. Ne? Gibt man sich am meisten Mühe. Man will ja nicht, dass scheiße ist. Ey, scheiße. Ich es erst, wenn es einer merkt. Ey, ich habe eine halbe Woche lang, eine halbe Stunde lang jetzt einen blöden Zug irgendwo hingestellt, wo er nicht hin muss. Was zum Fick, ey. Die halbe Folge ist schon rum, wollte ich damit sagen. Alter, was machst du da? Ja. Ey, was, kannst du nicht mal einen Zeitraffer reinbauen? Könnte ich machen, aber das klingt einfach seltsam. Hast du schon mal gehört, wie jemand im Zeitraffer redet? Ja. Nee. Nee. Aber klingt halt nicht so geil. Ja, kannst du nachher dann nachvertonen, was hält sie davon? Genau. Nee, lass mich kurz überlegen, nein. Ich bastel mir alles so zurecht, dass ich sowas eben nicht machen muss. Und du kommst mir jetzt mit, kannst du nachvertonen. Ja, Entschuldigung, ich hab schon mal so. Hast du einmal kreative Ideen, ne? Ja. So. Nur du kannst sinnlos hier Sachen erzählen. Ja, aber ist ja mein Video, ich darf das ja. Ach stimmt, da war ja was. Ja. So, das gefällt mir jetzt aber nicht. So, so. Was ist eigentlich mit deinem hier mit Beleuchtung? Mit dem Beleuchtung? Fertig oder mit deinem Beleuchtung schon fertig oder bist du noch bei Kindos Züge bauen? Welcher Leuchtturm? Beleuchtung, nicht Leuchtturm. Ach, Beleuchtung, ja, die ist gleich fertig. Hast du eben auch schon gesagt. Na, jetzt kommt Strom.
Und nach Strom kommt in der Regel fertig. So, ja, wir machen einmal hier auf, damit das ein bisschen fixer geht. Zap, zap. Und dann gehen wir doch schon hier ran. Ach, ich hab's. Und da werde es Licht. Hat er jetzt endlich Licht fertig? Ja, ich habe mich gerade dazu entschieden, dass ich hier noch einen haben will. Ein Leuchter. Klick. Boah, ist das hell hier. Ich glaube, ich muss das ein bisschen dunkler stellen. Da bist du ja bekloppt bei. Da ist er völlig am Tag, ne? Ja, natürlich, aber ist vielleicht trotzdem ein bisschen übertrieben. Minimal. Ich werde von der Zeit gibt es kein Übertreiben. Ja doch, wenn ich vom Licht geblendet werde, in-game, dann ist das definitiv zu hell. Ich bin mir ganz sicher, wie kommst du denn hier mal wieder raus? Achso, hier hinten. Stimmt, du hast ja hier schon so einen Versorgungseingang gemacht. Geil und geil. Ja. Ich find's ja vom Aufbau her echt schick, ne? Muss ich ja wirklich mal sagen. Ja, aber muss ja noch bestimmt bessern, was ja. Ja, das können wir gut. Na, aber ich glaube, da wird was raus. Wird am Ende cool sein. Muss ja auch. Wir bauen's ja auch. Ich bin. Es muss nicht schön sein, es muss nur cool sein. Ich höre schon wieder die Katzen. Und du hast schon wieder hier so einen Tunnel gebaut, wo ich nicht rauskomme. Mann ey! Alter, wo ich einen Tunnel gebaut? Wo bist du eigentlich? Ja genau, wo bin ich eigentlich? Genau das ist mein Problem. Was, wer bist du denn? Ich werde hier garantiert noch zweimal reinfallen, deswegen lasse ich gleich mal den Scheiß da. So, klick, klick. Hör doch einfach auf, immer nach unten zu gucken. Guck doch mal nach oben zu gucken. Guck doch mal nach unten. Ja, guck doch mal nach unten. Ja, wohin läufst. Spitzenidee. Ja. So. Und damit haben wir Licht. Zwei noch. Warte jetzt. Hä? Der sieht aber versetzt aus hier. Hier passt da was nicht. Einer von den beiden sitzt nicht richtig. Also, irgendwie ist das auch komisch. Manchmal überlappen die Leuchter, manchmal nicht. Check ich halt nicht. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die überall gleich gesetzt habe. Ja, man muss ja einen Fehler in der Matrix haben. Jetzt gucken wir nochmal hier hinten hin. Oder habe ich mich so derbe verguckt? Ja, ich habe mich verguckt tatsächlich. Boah, aber es ist definitiv zu hell. Ja, auch extrem. Viel zu hell. Da drehen wir jetzt erstmal ein bisschen dran. Mach einfach mal aus, einen Tag. Was hast du davon? Ja, aber das ist ja schlecht, um das Ganze jetzt zu testen. Achso, ja, du kannst aber in der Nacht warten, weil dann könnt ihr bloß eh die Geltung haben, die du haben willst. Zack. Ist jetzt von so. Hat ey, schön rot. Hat hier was? Hat auch was, ne? Ich ja, was ist mit gelb? Ja, gelb. Ich hab so viel gelb. Ja, nee, gelb ist, geht gar nee, nicht. Nee, es geht gar nicht mehr. Gelb geht gar nicht, aber rot hat tatsächlich was. Ja, schön dezente Underground-Beleuchtung. Ja. Oh, ein bisschen dunkler. 40%. Ja, das ist richtig gut. Das lassen wir. Ich bin gerade im Loch hier. Zack, Nachtmodus. Zack, läuft bei dir. Jo. Löppt der Sheet. Sehr schön. Dann haben wir jetzt auch Licht. Nee, hinten fehlt noch Licht. Scheiße. Hier hinten könnte ich eigentlich auch noch schön Licht haben. Schon wieder in so ein Loch gefallen. Kannst du nicht mehr. Ohne Scheiß, ne? Kannst du weißt, musst doch mittlerweile wissen, dass das ein Loch ist. Ja, aber man kann ja einmal Zaunen bauen. Ist das eine BG oder was? Nee, natürlich. Nee, ist Helmpflicht, Junge. Helmpflicht. Auf der ganzen verfickten Planeten ist Helmpflicht. Ja, das stimmt allerdings. Und wenn die CDU erstmal dran ist, dann sowieso. Ah, dann musst du. Oder weiter. Oh nein, ich setze ein verfickter Stein, ey.
Der steht bestimmt beim Aufbau, ne? Bist du sicher, dass er verfickt ist? Auf jeden Fall. Okay, das sind aber harte Worte, ne? Findest du nicht auch? Nee, das ist wieder so ein Thema, so, wo passt der Bahnhof nicht? Genau, weil da genau ein Stein steht. Und er steht da auch. Alter. Natürlich. Altbekannte Nummer. Und ja, dezent ausrasten. Jupp. Jetzt fehlen mir natürlich wieder Kristalle. Boah, muss ich komplett alles umbauen hier. Ja. Wird langsam echt eng mit Kristallen. Ich will mehr. Hast du keine mehr was? Ja, die sind mir gerade ausgegangen. Kann man die nicht direkt nebeneinander bauen? Das ist ja ätzend. Da muss echt Luft zwischen sein. Wie scheiße. Welchen? Zwischen den Deckenleuchten. Ja. Bei den Deckenleuchten, ja. Bei den Leuchten nicht. Es wäre halt viel cooler, wenn man direkt Segment an Segment bauen könnte. Auf jeden Fall. Wäre geil. Warum haben die denn das nicht vernünftig gelöst? Ich weiß es nicht. Ach, Mann, ey. Was viel schlimmer ist? Bitte? Was viel schlimmer ist? Na, was denn? Mein Kaffee ist alle. Was? Mein Kaffee ist alle. Das ist tatsächlich ein großes Problem. Also ein massives. Ja. Ein richtig massives Problem. Na ja, gut, dann machen wir das anders. Boah, hat auch noch in so einem bescheuerten Abstand, ey. Na ja, gut. Dann ist das eben so. Kommen die halt hier mittig hin. Aber ich glaube, damit bin ich richtig unzufrieden. Nein, das möchte ich nicht. Das machen wir anders. Definitiv nicht so. Kann ich eigentlich zwei Abgänge hiervon machen? Du kannst ein rein und ein raus. Naja. Also kannst du zwei Kabel anschließen. Nee, ich kann ja einfach von dem. Du kannst ja einfach vom Dings hier weggehen. Von irgendeinem Stromnupsi. Dann müsste das Signal ja noch das gleiche sein. Genau, das muss nicht vertauschen nachher. Nö, das wäre äußerst doof. Ja. Das wäre äußerst doof. Dann muss das doof, hier doof, doof. Doof. Doch. Voll doof von dir. Kommt der nochmal weg. Der wieder ran. Und dann bauen wir nämlich einmal so einen Stromnupsi dann einfach auf die Ecke. Auf die Ecke. Oder an die Decke? Nehmen wir hier. So, von da nach da, von da. Wieso geht das nicht? Oh. Falsche Seite. Dumm gelaufen. Okay. Warum ist das jetzt so? Moment. Der ist mit dem verbunden. Wie kommt denn das hin? Es waren alle Lampen an, oder? So, warte mal, ja, aber das war Nachtmodus angemacht. Ja, das ist klar. Aber ich bin gerade verwirrt. Warum ist es verwirrt? Weil ich verwirrt bin. Und wieso ist hier jetzt. Hä? Wieso ist denn hier jetzt rotes Licht? Was leuchtet denn hier gerade? Hast du gerade angeschlossen? Dann, wie gesagt, da kommt wieder das. Achso, ja, gut, kann sein. Ach. Bloß Dings, Bombs. Ja. Beim nächsten Mal benimmt er das. Ja. Ah, der ist versetzt. Alles klar. So. 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 Dann hier und dann müssen wir hier rüber. So war's. Okay. Dann nach da, nach da. Okay. Das passt soweit. Diesmal bin ich immer nicht runtergefallen. Sehr schön. Warte. Kriegen wir geändert, ja? Genau. So, wie kriege ich jetzt Strömung hier rüber? Oh, Mist. Dann nehmen wir mal einen weg. Und dann machen wir mal einen hier hin. Und
hier hin. Und dann gehen wir nach da. Dann nach da. Und dann nach da. So. Läuft. Okay. Ist das aber irgendwie mit den Kabeln nicht einheitlich? Das missfällt mir. Oh, Loch. Selbst mit Geländer falle ich ins Loch. Abartiger Scheiße. Oh, ich glaube, das Ding ist nicht idiotensicher. Da musst du eine Wand hinsetzen oder so. Meinst du? Ja. Hältst du mich etwa für einen Idioten? Lass mich kurz, ja. Aber ich hab doch studiert. Warte, ich zeig's dir. Dahin und du. Das auch weg. Und dann da. Und dann gehen wir hier rüber. So. Jetzt haben wir den Strom auch wieder einheitlich. Oder auch nicht einheitlich. Scheiße. Was ist los heute mit dir? Ja, ich habe hier meine eigenen kleinen Probleme. Da. Und nach da. Okay. Gut. Jetzt sollte es passen. So, dann können wir hier nämlich nochmal Strom lang ziehen. Da haben wir überall die Dinge. Da müssen noch Fundamente drunter. Das machen wir doch jetzt erstmal. So. Ja, wieder die netten Teile hier. Ach, scheiße. So. 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 Und wieder so ein halbes Fundament-Ding. Ich liebe den Scheiß, ne? Ich könnte mich da wie Bolle drüber freuen, ey. Lieben langen Tag. Ja. Dass man endlich mit diesen abgerundeten Dingern bauen kann. Beziehungsweise wir endlich schlau genug waren, das rauszufinden. Kann man ja auch mal so sehen, ne? Genau. So. Mal schön. So. Okay. Das passt so. Okay. Man hätte die auch einen höher setzen können. Hätte Fahrradkette. Nee, nix hätte Fahrradkette. Hätte, aber. Aber das passt, glaube ich, mit den Fundamenten dann nicht. Doch. Natürlich passt das. Warum soll das nicht passen? Moment. So. Passt das so? Ja, so passt das doch. Ja, sauber. Mach so. So. Weg damit, dann ist das hier nämlich auch einheitlich. Mit dieser blöden Rundung. Ja, finde ich viel besser. Finde ich sehr viel besser. Das kommt gut. Sehr, sehr viel besser. Boah, ich bin endlich mal über dieses blöde Loch übergesprungen. Super. Hat das endlich mal gemacht, ey. Ja. Hatte das mal. Ohne auf die Fresse zu fallen. Schön. Ja, warte. Kommt noch, sagst du, ja? Kommt noch. Ich hab noch nächste Runde nochmal. So. Geiles Prinzip. Was? Geiles Prinzip? Rein aus Prinzip. Ach, rein aus Prinzip, rein. Ja. Du brauchst echt mal ein gutes Mikro. Ohne Scheiß, ja. Du klingst echt immer, als würdest du durch so eine Blechdose labern. Oh, ich glaube, eine Stunde ist rum, leck mich fett. Aber keine Stunde spielen, sondern eine Stunde läuft das Spiel. Wir haben auch eine Viertelstunde Zeit, um hier was Schickes auf die Beine zu stellen. Naja. Wie weit bist du denn mit deinem spaßigen Spaß? Also, ich hab das, die rausgekommen, wie ich das machen soll, will, und jetzt muss ich das noch bauen. Okay, ich guck mir das mal an. Also, achso, du weißt erstmal, wie du machen willst, hast aber quasi noch nichts fertig. ein Bahnhof ist bald fertig. Okay, ja, das geht natürlich auch. Ja. Nette Idee. Damit. Schwupp. Ja, damit auch wirklich schnell rausgeliefert werden kann und unten dann gepuffert werden kann. Ja. Finde ich gut. Ja, das ist eine schöne Idee. Aber du denkst dran, dass es auch irgendwie wieder raus muss, ne?
Ja, deswegen ist ja bei dir in die Seite da, wo du stehst, auch richtig viel Platz. Ja. Ne, also, ich würde fast sagen, dieses Loch hier ist prädestiniert zum Rausschaufeln. Ja, wahrscheinlich muss es ein bisschen nach links, von mir aus nach rechts geschoben werden. Aber hey, ist ja kein Problem. Das werden wir sehen, genau. Ne, das ist ja erstmal okay. So. Obwohl, nee, das ist kein Platz mehr. Egal. Ah, das dann machen wir was. Das wird schon, das wird Loch schon. Ist Loch, ne? Irgendwie war's. Hauptsache raus. Ja, Loch ist Loch, Hauptsache raus. Das alte Rein-Raus-Spiel. So, mal. So, jetzt einmal neu gestartet. Mal gucken. Ist die Farbe schon mal richtig? Ah, jetzt. Okay. Es hilft übrigens, den Schalter einmal und auszumachen. Ja, kann sein. Damit er das neu triggert, ne? Ja, und dann nimmt das neu. Sehr schön, gut zu wissen. So, jetzt komme ich aber endlich zum Licht hier drüben. Ich überlege gerade, ob ich das hier hinten einfach grün mache. Ja, warum nicht? Was spricht dagegen? Na, erstmal nichts, aber ne, quasi hier vorne im Schienenbereich Achtung und vorne hier kannst du laufen, wie du willst. Ja, wir können auch mal schön hier Absperrungen setzen, so. Unbedingt. Unbedingt, so für... Lass uns Absperrungen setzen. Für selbstmordgefährdete Dogos. Ja, wie oft ich schon in meiner Studienzeit damals im Zug saß und die netten Aussagen gehört habe. Leider verspätet sich der Zug wegen Personenschaden. Ja, super, danke. Ist auch eine dreckige Ausdrucksweise, oder? Naja, willst du sagen, wegen einem Vollidioten, der mal wieder gedacht hatte, umbringen sollen, wollte? Ja, so. Wie wäre es, wenn man es einfach nicht erwähnt? Ist ja auch eine Möglichkeit. Okay, das wäre ja noch eine Idee. Wäre fast KLUK, ne? Aber, hey. Oh, habe ich keine Eisenstangen mehr. Das ist äußerst tragisch. Ja, für mich hier. Ja, jede Menge Sprengstoff, ne? Aber keine Eisenstangen. Unerhört, der Müller. Unerhört. Ja, zack. Dann gibt es ja noch genug drin. Moment. Dies machen wir einfach einmal so. Also, ist ja das Einzige, wo mir Glitch nicht so wirklich auf den Sack geht, ist. Tatsächlich bei Stromleitung, ne? Ja, das natürlich, wenn der geht aus. Ja. Na, ich soll sagen. Oh nein, das passt ja auch nicht aus. Alter, ich dreh durch, das. Obwohl, da muss ich ja nochmal neu triggern. Das ist hier auf der Rot. Ach, scheiße. Nein! Das war ja auch noch dumm. Jetzt war ich auch noch dumm. Wie mache ich das denn? Was da hinten jetzt nicht? Warum nicht? Kommt durch. Machen wir hier eine Steuerung hin. Organisation, Beleuchtungssteuerung hier. Zack. Boah, da ist ein Stein, da kann ich nicht bauen. Oh nein. Unerhört. Ja, das wird die ganze Symmetrie kaputt machen, das geht gar nicht. Kann ich machen. Unmöglich. So darf man nicht bauen. Ja, tatsächlich, gebe ich dir aber recht. Darf man wirklich nicht. Das gehört sich nicht. So. Stimme hier einmal auf grün. Kann ruhig ein bisschen doller. Nachtmodus. Dann brauchen wir noch so einen hier. Oh. Das ist aber ein ganz unschicker Glitch. Nee, das geht nicht. Das ist I. Nee. Das glitscht ja ganz eklig. Denn lieber so. Alter. Oh nein, ist nicht wahr. Ich kann den Stein wegsprengen. Was, den klein? Ja. Echt? Dann hatte der im Stream doch tatsächlich recht, dass man die kleinen wegsprengen kann. Alter, nein. Oh, den hätten wir viel tiefer bauen können, ne? Nee. Doch, nein. Oh, nein. Wieso gilt das jetzt hier eigentlich noch nicht als Nacht? Ich weiß nicht, weil du es ausgemacht hast. Nee, hab ich ja nicht. Boah, das kann ich alles normal machen. Dip-dum. Okay, dip-dum. Ja, Alter, gut. Das sieht hier aus wie eine Grasplantage.
Was? Aber richtig übel, ey. Ist der hier aus? Nee, der kann nicht aus sein, weil dann hat das da hinten auch kein Licht. Doch, ist aus. Nachtmodus. Hast du ausgemacht oder war aus? Ja, war aus. Ja, wahrscheinlich, weil du es einmal triggern wolltest und hat sich dann nicht getriggert oder was ist. Hm. Hier mischt sich ein bisschen viel Farbe tatsächlich. Oh, weiß ich das schon oder was? Ja. Vielleicht ein bisschen. Oh, wenn ich beurteile, ich bin im Keller. Vielleicht ein bisschen sehr. Ich stelle das mal auf Rot. Rot. Bei Rot darf man nicht so doll. Rot fickt echt her. Der ist aber auch cool mit dem Blau, das dann durch die Fenster reinscheint. Hat was. Vielleicht noch ein bisschen viel Licht. Ganz ehrlich, ne? Man kann eben doch Licht haben. Ja, doch, irgendwie finde ich es schon cool. Aber wenn ich das. So. Aber wenn ich hier eh rot mache, dann kann das weg. Und dann kann. Dann kann man hier. Da Strom hin einfach. Und dann ist das auch gut. Geh mir nicht auf den Sack. Diese Unpin-Funktion, ne? Verlustig, dass hier ein bisschen noch Licht durchscheint hier in den Keller. Durch die Ritzen. Echt? Sieht gut aus? Ja, aber. Jawohl. Nein. So. Ich glaube. Ich oh nein! Ja, doch, bei dem Fetzen wäre ich auch sicher. Bis hier auf jeden Fall. So. Ganz viel Lichtspielerei hier. Heute ist Lichtkrieg. Lichtkrieg! Oh, jetzt sag nicht, ich krieg den da nicht hin. Das wäre ja ätzend. Doch, sehr schön. So. Dann krieg das. Alles geht, nichts muss. Nein, da krieg ich keinen mehr hin. Da ist tatsächlich Berg im Weg. Okay. Das ist manchmal wirklich nur so Mu in die perfekte Dings rein. Ja. Passt, ne? Da hat er eigentlich mitgedacht, als er das designt hat hier. So, dann kommt hier der gesamte Strom wieder weg. Plock. Und dann setzen wir das einfach von hier rüber. Dazwischen. Klick. Na komm. Und dann von da nach da. Hä? Ja. Naja, die einen leuchten sind jetzt weiß und die anderen rot. Die, die ich neu gebaut habe, haben die Farbe noch nicht übernommen. Ganz genau. So, dann wäre hier der erste. Da der nächste. Ist die auch noch aus? Der immer besser. Das ist alles schon wieder aus. Die Nächte sind so kurz manchmal. 1, 2. 5 Minuten. 5 Minuten. Real time. Die nehmen wir weg. Dann gehen wir von da nach da. Ich glaube, dann gefällt mir das. Machen wir das Ganze nochmal an. Brrrt. Ich hab den Schalter natürlich nach ganz hinten gebaut, ey. Ja, nein, ich steck fest, nein. Fuck, fuck, fuck. Vollidiot. Ah. So, egal. So, ich glaube, ich lasse es so. Mit dem Tag-Nacht-Modus lasse ich sogar. Ist eh unterirdisch. Kann eigentlich die ganze Zeit leuchten. Ja, dann. Und dann habe ich auch keine Stromschwankung. Nämlich immer die gleichen Stromabnahme. Und hab immer hier diese coole Puff-Optik. Ach so, die Bahnhöfe hast du nicht an Strom angesetzt, ne? Bitte? Die Bahnhöfe haben noch keinen Strom, ne? Die haben noch keinen Strom, ne. Ja. Aber das kann man ja ändern. Relativ easy. Ja, oh.
Das ist ja schnell gemacht. Du brauchst nur einen Bahnhof mit Strom versorgen, ne? Stimmt, sind ja alle vier miteinander verbunden. Das kann man ja mal eben fix machen, ne? Ja. Einmal hier hoch. Einmal ein Loch in die Wand. Dann kriegt der eine von dem. Klick. So, müsste Strom da sein. Oh Mann. Und theoretisch muss man das jetzt ranpacken. So, die Frage ist, wie nennen wir den ganzen Spaß? Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie die Bahnstation heißen soll. Ich lasse euch das einfach mal entscheiden. Ja, also es wird auch tatsächlich nur der Name und dann A, B, C, D. Ja, also wir brauchen jetzt nicht vier Namen für vier Bahnstationen oder drei Namen für drei Bahnstationen. Ein Name reicht völligst. Was bitte? Er geht dort nicht raus. Ich hab Sachen in den Bahnhof reingeschmissen, aber er will ja hier fahrt nicht raus. Ne? Der liefert nicht hier raus. Okay, das ist komisch. Schließ einfach nochmal neu an. Wo bist du jetzt? Die ganze Zeit falle ich ins Loch rein und wenn ich dann wirklich mal zu dir will, komme ich hier an. Ja, ich schmeiß obersten Bahnhof rein, so. In den Frachtplattform. Und es läuft nicht raus. Eigentlich müsste er Strom haben. Ja. Sollte er. Müsste er. Gucken wir mal. Okay. Weil Licht ist ja auch an. Ist das falsch angeschlossen? Was sagt denn der Bahnhof? Sagt er manchmal keinen Strom? Bahnhof? Der sagt jetzt ja auch nicht Strom hier. Ja, der hat Strom. Definitiv. Dann müssten die anderen auch Strom haben. Ja. Haben alle Strom. Das ist ja strange. Was? Die richtigen angeschlossen ist auch. Ja. Und es ist doch wirklich, wie rum die stehen. Eigentlich? Der andere Bahnhof. Ja, der andere Bahnhof macht das. Eigentlich ist das total lax. Ich setze die Plattform hier mal nochmal neu. Ach ne, wenn ich die jetzt neu setze, ist Arschkarte, ne? Ja. Mal was anderes testen. Zock. Haben wir was? Alter, Maus, hallo. Warte mal, der hier hinten steht doch genauso. Aus. Ne, ist Flüssigkeiten, scheiße. Ja. Ne? Wie macht er das? Hä? Macht er? Ja, ne? Ja. Das sag ich doch. Das hätte mich auch gewundert. So, das heißt, beide laufen. Im Zweifelsfall. Ja. Ah, die Luft rausgeschmissen. Fuck. Gucken wir nochmal. Ah, ja. Spuckt definitiv aus. Beide Richtungen. Weil, wie gesagt, ich habe an einem Bahnhof, sogar innerhalb des Bahnhofs, die Container mal so rum, mal so rum. Ah. Und das funktioniert auch. Ne, weil ich hier bei mir hinten am Hafen da, wo ich das Öl mache, da sind zwei Container liefern an und zwei Container laden ein. Und dieses Einladen ist die eine Seite, das Entladen auf der anderen. Also daran nicht. Ich, genau, setz einfach nochmal neu ran. Hilft wahrscheinlich. Ich kann mal einmal hier hinten machen. Aber der liefert auch nicht. Hatte recht. Jetzt geht's. Es ist müde, die Verbindung ist einfach zu nah dran, oder nicht? Nee, das kann eigentlich nicht sein. Na doch. Warte mal, ich nehme mal den nochmal weg. Ach, jetzt sitzt der natürlich falsch. Natürlich habe ich ihn falsch gesetzt.
Ja, es kommt nicht drauf klar, dass er die nicht zusammenpassen. Wie das? Also wirklich so ein Ü ist das. Echt? Ja. Ich muss wirklich. Naja, dann musst du wohl nochmal umsetzen. Na gut, ist ja. Aber das ist, war doch gerade so ganz unsauber. Ja, das sieht unsauber aus hier. Wenn ich den jetzt hier so mache, dann ist hier so ein Mühlplatz zwischen Container und. Ja, ich kann sogar ein Band setzen noch. Ja, aber wenn ich jetzt nix. Das Band nicht raus. Warte mal, das machen wir nochmal. Zack. Nein! Wir setzen einfach nochmal den Container. Was sie direkt. Den haben sie schon gerade neu gesetzt. Achso. Aber wenn du jetzt hier ein Ding setze. Zack. Ja, lass mich mal. Zack. Geht wieder. Geht doch. Ach ne, ja doch, geht. Ja. Funktioniert. Und der sitzt genauso. Ja. Läuft einwandfrei. Ah, mein Jetpack buggt. Schön. Ja, schön, dass man dann die ganze Zeit noch rumfliegt. Ja. Aber hat er ja auch gefeedet? Warte mal. Machen wir mal so. Nee, ich glaube, ich will die lieber so rum haben. Nee, so. Ja. Das sieht wieder aus? Das ist ja, ich finde, das sieht schöner aus. Also, du hast halt. Das ist mein Jetpack. Ja. Müssen wir das mal einmal von oben angucken. Ja, ich habe gerade auch nochmal ein Förderband dran gesetzt und das läuft jetzt auch. Ich will nur gerade mal sehen, was mir besser gefällt von der Optik her. Nee. Lieber erst an Container und dann an Zug. Ja. Sieht besser aus. Von oben zumindest. Ja, 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 ja. Aber wie dem auch sei, tatsächlich ist die Folge jetzt schon zu Ende, lieber Yoshi. Oh, schade. Ja, wir haben sogar schon überzogen. Minimal. Unerhört. Aber ihr seht, es geht voran. Wir haben nur ein bisschen Licht heute geschafft, aber das tut der Sache ja keinen Abriss. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Ich werde dann hier ein bisschen mit Gehwegen rumspielen, dass wir das alles so ein bisschen optisch auch verbunden kriegen. Ne? Und wir machen diesmal tatsächlich ein bisschen mehr Deko hier. Ne? Wir haben sonst immer nur gucken, irgendwie Maschinen setzen. Das habe ich die letzten Male jetzt schon oft genug gemacht. Und ich habe mittlerweile Bock, hier ein bisschen optisch rumzuspielen. Und wenn ihr Bock habt, schaltet ihr nächste Woche wieder ein. Und wenn nicht, dann nicht, ihr Ficker. So sieht es nämlich aus. Ne? Wer cool ist, guckt Ragnar. Nein, Blödsinn. Ich danke bis hierhin auf jeden Fall erstmal Yoshi für seine tatkräftige Hilfe und bei Zeiten werden wir die nächste Folge aufnehmen. Noch habe ich Urlaub, noch schaffe ich ein bisschen was. Also, vielen Dank fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal, euer Ragnar Bertholdsson und euer Yoshi. Ciao. So sieht's aus. Ciao.